Den 12. Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, das Auge der Göttin. Wir sollen eigentlich zu den Silberfällen, also hier bei Burg Grimzar müsste es gewesen sein. Und wir wollen aber erst nach Talon, weil wir endlich die Murmeln und die Mausefallen zusammen haben, die die Trolle haben wollten, damit wir diese Nebenquest endlich mal beenden können. Die ist nämlich schon ewig auf. Ah, mich freut es, dass ich heute richtig viel Zeit zum Spielen habe. Ich glaube, das ist jetzt schon das 5. Video. Und ich könnte vielleicht gleich noch was machen. Es macht auch wieder richtig Spaß. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und werde dann wohl im Laufe der Woche auch die Videos hoffentlich oben haben. Problem ist, man darf nie zu viel produzieren. Dann hat man wieder das Problem, das bin ich, dass man mit dem Schauen nicht nachkommt. Na, und dann Fragen von mir beantwortet werden. Und ich leider das dann schon längst gelöst habe oder so. Müssen wir auch schauen. Also wie weit darf ich vorspielen? Ist auch mal ein Problem. Rattelshof. Ist korrekt, oder? Ja, genau. Da haben wir den Bauer Ebergrütz und da hinten ist der Troll. Ich glaube, mit dem Bauern Ebergrütz habe ich schon mal gequatscht. Das hat aber nichts gebracht. Das ging dann, glaube ich, trotzdem nicht weiter. Genau. Da kann man nichts machen. Also, auf zu den Trollen und dann nochmal mit ihm quatschen. Das ist also hier irgendwie ein bisschen... Genau, Spuren im Wald. Ich habe in Talon Jäger Rombacher getroffen. Er erzählte mir, dass ich zu Bauer Ebergrütz wolle, da einer seiner Kindchen merkwürdige Spuren im Wald gefunden hat. Sprich, mit Ebergrütz. Haben wir eigentlich gemacht, ist aber irgendwie nicht aktiv. Oder? Ich suche einfach die Trolle, ist das einfach nur... Das hat damit gar nichts zu tun. Ich rede hier Blödsinn. Es wird einfach nur mit angezeigt, aber wir können da nichts machen. Wir müssen dahin. Versuchen wir hier rum. Ah, nee, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Da kommen wir nicht lang. Dann lieber hier lang. Genau, und dann hier rum. So, das. Okay, noch einen größeren Bogen. Ich komme hier runter. Ja, man weiß ja nie. Nicht, dass da jetzt doch irgendwas kommt wegen Kampf. Weil sie dann irgendwie doch auf die Nuss hauen wollen. Komm. Komm. Da werden wir dann lieber doch mal ein paar Buffs haben. Dann eben ich. Magiker Perturbatio. Ich mach das schon. Genau, Amazone voraus. Fuck mehr. So, alle warten. Gute Entscheidung. Du gehst vor. Hallo. Oho, Weltwandler zurück. Du uns Sachen bringen? Hier sind die Mausefallen. Oh, wie schön. Du noch mehr haben? Ja, aber sicher. Was? Ah. Alles klar. Was ist denn hier los? Murmeln. Es waren doch Murmeln, oder? Oh Gott. Sonst hingerannt. Crap. Ach, nicht. Wahrscheinlich Kuh, ne? Ne, Kuh auch nicht. Wofür habe ich denn Quest-Logbuch? L vielleicht. Das muss ich kurz testen. L, alles klar. Murmeln. Ein Dutzend Murmeln für die Trolle sollten eigentlich ausreichen. Die sollten leichter sein. Ein Dutzend.
Keine 10. Ein Dutzend sind 12. Ist korrekt, ne? Dreckige Dutzend. Deswegen klappt's nicht. Ich krieg zu viel. Ich hab 10 gekauft. Der hatte 400 Murmeln oder sowas. Oh, ist das ärgerlich. Ich bin umsonst hier. Oh. Jeder Scheiß davon war 10, glaube ich. Steht nicht mehr bei. Ich meine, es war alles 10. Und nur die Murmeln sind 12. Hoffentlich sage ich jetzt auch nichts falsch. Dutzend ist 12, oder? Ja, aber so ist das. Let's play. Kein Walkthrough. Aber es ist trotzdem ärgerlich. So ein Mist. Das hat mich jetzt wieder ein paar Minuten gekostet. Dann gehen wir darüber und machen uns auf zu den Silberfällen. Das nächste Mal, wenn ich im Pferdauch bin, hole ich mir die letzten zwei in Fuhrmannsheim vom Vater von der Kladdis. Komm gerade nicht auf den Namen, dem Meisterdieb da. Von der Diebesgilde. Quano, ne? Quano was? Ah ne, nicht Quano. Quano ist der. Keine Ahnung, weiß nicht mehr. Nebel erlichtet sich. Talon Osttor, bitte. Was hat mich das jetzt an Zeit gekostet? 7 Minuten für nichts. Work. Und für euch auch. Naja gut, wir haben einen Teil der Quest trotzdem erfüllt. Auf nach Burg Grimzahn und schauen mal, was wir in den Silberfällen über den Kelch rauskriegen. Auswaschen. Ninja Style. Über den Silberfell. Und direkt ein Kampf gegen Wölfe, die kaum Energie haben. Die wir einfach aus den Latschen hauen, vermute ich. Ja. Warte mal, bitte. Den Attacke! Da. Amazone voraus! Gut, gut. Gelinge im Schein der Mana. Ja, so sieht's aus. Keine Schnitzer. Da haben sie sich mit dem Falschen angelegt. Gute Entscheidung. Magica Perturbatio. Die Aussage geht ja recht schnell hoch. Dir gebe ich aber nochmal ein Falkenauge. Ich nehme die Sache in die Hand. So, schau noch mal runter. Hinten ist das Flüsslein. Grimmscharte. Okay, was sagt das Log dazu? Ja, Murmel machen wir zu. Reise zu den Silberfällen. In dem Dokument, das ich von dem Praios geweihten Praiodam bekommen habe, wird berichtet, dass der Nekromantenzirkel seine Rituale in der Nähe der Silberfälle durchgeführt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass Darion Tehaien ebenfalls dort sein Seelenritual durchführen will. Ich sollte dorthin reisen und mich noch einmal umschauen. Okay. Aber es ist schön hier. Gefällt mir sehr gut. Na, da konnte man hier ein paar von den Ork-Goblin-Truppen umgehen. Ich erinnere mich. Wahrscheinlich ist der Kampf da, wo dieser... Soll ich da mal hoch? Ja. Sehr wahrscheinlich da, wo der... Wo wir die Gardisten gerettet hatten. Vermute ich stark.
knackst es in den Bäumen. Was versteckt noch? Wichtige Truhen? Was ist das überhaupt? Gar nichts, einfach nur ein Stein. Ork-Unteranführer, aha. Wir können sie wieder umgehen, so wie es aussieht. Oder das sind Überbleibsel von denen, die wir einfach da gelassen haben, weil wir sie umgangen haben. Wäre möglich, ne? Ja. Sehr wahrscheinlich. Müsste ich Schleichmodus anmachen, aber wir können die auch einfach umhauen. Aber wir sind dran vorbeigekommen. Sehr gut. Oder hätten die mir wichtige Informationen gegeben, hätte ich, wenn ich da schnurstracks drauf losgegangen wäre. Dann können wir ja nicht runter. Nee. Eigentlich ist das Stück ziemlich linear. Wir dürfen das eigentlich nicht verpassen, was wir machen müssen. Ah, ja, ja. Bis wir in den nächsten Kampf kommen, sind die Buffs alle weg. Toter Wolf. Noch ein toter Wolf. Einfach nur ein Höhlchen da rechts. Käfig, oh, Falle entdeckt. Ja, wir gehen da gar nicht erst hin. Sind hier so viele Fallen? Vielleicht sollten wir uns das doch mal anschauen. Wenn jetzt nicht in die Falle Zauberer. Was war mit der Leiche hier? Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas war hier. Oh, finden wir hier vielleicht ein paar Murmeln drin. Das wäre es ja jetzt. Eine Bärenfalle, die zwar einiges wert ist, aber... Naja, komm. Weiter geht's. Grimmscharte. Ich glaube, da hinten war der Kampf gegen den Oger gewesen. Oder Troll oder was das war. So, ich vermute, dass hier auch wieder was alles kommt. Alles klar, ich gelinge im Schein der Marder. Mal nur zur Sicherheit. Gute Entscheidung. Und ein Quicksave. Falls wir noch mehr buffen uns müssen und es wird ein harter Kampf. Aber hier ist wieder nichts. Sollte ich wirklich bis zur Burg? Hm. Ah, da beim Friedhof, ne? Das könnte sein.
Ich bin nicht irgendwo dran vorbeigelaufen. Ich helfe. Verschlossen. Wird gemacht. Okay. Na klar. Das mal an. Oh, fein. Hast du jetzt das genommen? Geht damit gar nicht. Wir brauchen bestimmt einen Schlüssel. Okay, so viel dazu. Amazone voraus. Aber ich bin doch hier richtig, ne? Was für Silberfälle meinen die? Reise zu den Silberfällen. Shit, hätte ich die Orks bekämpfen müssen? Wäre da irgendwas passiert? Hätte ich da irgendwelche Informationen bekommen? Ärgerlich. Ja, wahrscheinlich muss ich hier gleich nochmal hin. Wir schauen jetzt nochmal genauer bei den Fahrzeugen, wo gerade auch die Tiere waren. Vielleicht habe ich da was übersehen. Habe ich das im Log drin? Ja, das ist drin. Hat aber keine Wegmarkierung gezeigt. Okay, gehen wir auch mal hier Richtung Burg Remzahn. Aber da kommen wir nicht drüber. So ist das. Das Feuer. Habe ich irgendwas überlesen? Irgendwas verpasst? Aha, nee, hab ich wohl nicht. Ich muss wohl mit dem da quatschen. Folgt mir. Sekarian. Nandos. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay. Hallihallöchen. Was fällt euch ein, diese Tiere zu fangen und einzusperren? Lasst sie sofort wieder frei. Da war ich doch gar nicht. Ich habe diese Tiere zwar gar nicht gefangen, aber genau das werde ich jetzt tun. Nee. Was? Aber das war ich doch gar nicht. Ich glaube euch kein Wort. Ja, überreden ist klar, das ist gut. Bitte glaub mir, ich habe wirklich nichts mit dieser Sache zu tun. Nun ja, vielleicht irre ich mich ja wirklich. Aber da ihr gerade aufgetaucht seid, lag die Vermutung nahe. Das mag schon sein. Für mich hättet ihr übrigens auch der Tierfänger sein können. Oh, das stimmt wohl. Mein Name ist übrigens Sikelm Trutzbacher. Ich bin diesen Tierfängern schon seit einiger Zeit auf der Spur. Bis jetzt bin ich allerdings immer zu spät gekommen. Ich heiße Thanes Drachenblut. Und ihr wollt diese Leute ganz alleine stellen? Meint ihr wirklich, dass ihr damit Erfolg haben werdet? Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Dummkopf, du hast nicht meine Klinge. Da habt ihr Glück, dass ich zur rechten Zeit gekommen bin. Und so schwer bewaffnet einfach anzupöbeln hier auch nicht schlecht. Ohne Waffen. Ich werde jetzt die Tiere befreien und mich dann nach den Leuten umsehen, die dafür verantwortlich sind. Das wollt ihr wirklich tun? Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich werde euch begleiten. Das ist mir nicht ganz geheuer. Vielleicht ist er wirklich der Jäger und hat sie gefangen und will sich einfach nur ausreden. Seid mir nicht böse. Aber das könnte zu gefährlich für euch werden. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Ich werde dann bei der Schutzhütte auf euch warten. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch der Tierfänger angenommen habt. Okay, dann ist das vielleicht doch nicht in Ordnung. Bis später dann. Was hätte das dann... Wäre er irgendwie... Muss ich die jetzt hier befreien? Wäre er irgendwie da mehr drauf eingegangen? Er will unbedingt mit, hätte ich gemutet. Da stimmt doch was nicht, aber... Verschlossen. Kann ich einfach so öffnen? Nee, aber du kannst bestimmt. Sehr gut.
Der haut auch einfach ab, ohne Probleme. Sehr schön. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ist hier vielleicht doch noch ein Gittertor, was ich nicht sehe? Da, da ist zum Beispiel eins. Da ist das andere, okay. Nichts wie fort mit euch. Da kommst du nicht durch. Was ist das? Also ich renne jetzt nicht selber, ne? Okay. Jetzt rennen wir mal selber. Retten wir Bambi. Spielend. Yeah. Quest erfüllt. Stelle die Tierfänger. Nachdem ich die Tiere befreit habe, ist es jetzt an der Zeit, mich auf der Suche nach den Schuldigen zu machen. Sie müssen sich noch irgendwo in der Nähe aufhalten. Und jetzt vermute ich, dass ich dahin muss, wo ich eben war. Wo der Geheimgang, der unterirdische, zur Burg ist. Ich nehme die Sache in die Hand. Ach, der Armatrotz ist gleich schon wieder weg. Zeitlich wäre es jetzt auch eigentlich gut für einen Break, da ich aber noch keinen roten Punkt sehe. Also er kommt auch noch mit die ganze Zeit. Das bin ich. Ich, Sikarian. Ah, wir überziehen mal ein bisschen. Ich muss wissen, ob hier was ist. Dann gibt es erstmal was zu schnabulieren. Was war das? Lookalize Gittertür. Okay. Verschlossen. Ja, und aufbrechen geht nicht. Korrekt? Geht nicht. Okay. Ich suche gleich mal weiter. Dann machen wir auf jeden Fall hier einen Break. Wäre jetzt hier noch was gekommen, hätte ich noch eine Kampfkammer. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Was war das für eine Blockhütte, von der er am Reden war? Wahrscheinlich dahin gehen. Naja, ich schau mal. Bis demnächst, euer Chojin.